Das ist auch schon das Lösungsvideo. Wir haben Sonntag 11 Uhr. Hier siehst du nochmal das Rätsel von gestern. Wenn du es noch nicht dir angeschaut hast, dann schau einfach mal in das Video von gestern nach und dann kannst du ja danach hier zur Lösung kommen. Die Grundidee, die jetzt dahinter steckt, um das Ganze leicht zu lösen, es gibt auch noch einen sehr, sehr komplizierten Weg, aber wir wollen das ja wirklich leicht lösen, ist, dass man diese Rolle aufschneiden kann und man sich dann überlegt, dass dann eine Art Rechteck entsteht. Wir haben also irgendwie hier eine Seite, wir haben hier eine Seite und wir haben hier unten eine Seite. Jetzt sollten wir uns irgendwie überlegen, was hat dieses Rechteck mit dieser Aufgabe zu tun und wie lang sind die Seiten des Rechtecks? Naja, die untere Seite, das sind ja immer noch diese 12 cm. Um diese Seitenlänge jetzt hier zu bestimmen, muss man eigentlich nur eine kleine Überlegung machen. Und zwar, dass dieser Faden viermal herumpasst und einmal herum, also der Umfang, beträgt 4 cm. Das heißt, wir haben hier erste Umdrehung 4 cm, noch eine Umdrehung 4 cm, noch eine Umdrehung 4 cm und noch eine Umdrehung 4 cm. Das heißt, wenn ich das jetzt Ganze aufklappen würde, würde ich hier auf dieser Seite 16 cm haben. Und jetzt kannst du dir vielleicht überlegen, dass die Länge des Fadens einmal die Diagonale ist. Das heißt, wir suchen jetzt hier diese Länge. Und wenn wir uns jetzt ganz kurz auf das etwas stärker markierte hier fokussieren, dann siehst du jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck und kennst einen großen Mathematiker, der dir etwas über ein rechtwinkliges Dreieck gesagt hat. Und das ist Herr Pythagoras. A² plus B² gleich C². A und B sind die Seiten am rechten Winkel, bei mir also 16 und 12. Und C ist die Hypotenuse, also gegenüberliegend vom rechten Winkel. Und diese suchen wir. Ich habe sie jetzt hier in dieser Gleichung als L bezeichnet für Länge. Also 16 zum Quadrat plus 12 zum Quadrat ist gleich L zum Quadrat für Länge zum Quadrat. Wenn du 16 zum Quadrat plus 12 zum Quadrat ausrechnest, bist du bei 400. Dann ziehen wir noch einmal die Wurzel und erhalten dann die Länge bei 20 cm. So einfach kann es gehen für so einen komplizierten Sachverhalt. Ich hoffe, dass dir das Rätsel irgendwie ein bisschen Spaß gemacht hat und dass du morgen wieder mit dabei bist, wenn ein reines Mathe-Video erscheinen wird. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und ja, auf Wiedersehen!